Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Wir sind immer noch in dem basiliskenverseuchten Gebiet, wo wir das letzte Mal übelst abgelost haben gegen den Irren mit seinen Basilisken. Ja, nur diesmal wollen wir alles besser machen. Wir müssen halt darauf achten, dass uns der Bär hier nichts anhaben will. Braver Braunbär. Brave Braunbären. Braunbärerin. Ich könnte es auch übertreiben. Das ist ja ein komischer Kerl, denn ich verschwinde jetzt. Gucken wir mal kurz mit Imo in dem Tarnmodus. Sogar Schwarzbären. Gut. Was wollt ihr? Talisa feindgesichtet. Ja. Ah ja, Taslui. Für die Gerechtigkeit. Ja? Ich hab genug davon. Dann ziehst du dich mal hier zurück. Wir gucken uns dann das andere einfach von der anderen Seite aus an. Sobald wir die Taslui hier erledigt haben. So. Weg mit euch. Was wollt ihr? Einer unter meiner Würde. Wenn niemand besser kann. Okay, der hat einen Trank. Ein Heiltrank. Ui. Überschüssige Heiltränke zu Yahira, die sowieso voll mit Tränken ist. Halskette. Nehmen wir auch gerne mal mit. Und die Halskette hier drüben auch. Na, Blaustein-Halsketten. So. Das bisschen Gold, auch wenn es nicht viel bringt. So, gehen wir hier unten entlang. Und ich denke mal, ich sollte den Versteinerungsschutz auf Talisa erneuern. Nimm's dir mal zur Seite. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. So, denn jetzt können wir nicht mehr so leicht versteinert werden. Beziehungsweise das Risiko, dass... Ich tue mein Bestes. Nichts leichter als das. Wir versteinern, dass die das Ding ausläuft, während wir gegen Basilisken kämpfen. Khalid, automatische Pause. Ein Höhlenbär. Ja. Was immer ihr braucht. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Jupp, Höhlenbär können wir ganz leicht umhauen, denke ich mal. Ja. Wir haben aber keine Heilzauber mehr. Doch, haben wir. Kann ich euch behilflich sein? Noch ein Feind. Ah. Was wollt ihr? Gut. Knolle mal wieder. So. Die Details. Du wirfst ihm mal den Heiltrank drüber, dass du wieder Platz hast. Oh, hier unten sind noch Flecken, die wir noch gar nicht fertig erkundet haben. Jetzt aber. Hm. Gut. Ja, wir machen irgendwie gerade einen ziemlichen Bogen um das unaufgetickte Gebiet. Oh, ich bin wirklich... Ja, ich tue mal hallo, Basilis. Wenn man so Edge. Vielen Dank. Au. Okay, zum Beißen kannst du noch. Was? Gut. So, du hattest ja einen Edelstein dabei. Sehr schön. Wie viel? Ah, noch 3000. Ich hatte gehofft, es wären weniger. Was wollen gut? Man kann es ja mal versuchen. Gut. Oh, da ist unser Ghoul-Freund wieder mal. Man kann es ja mal versuchen. Also der friedliche Ghoul, den wir gerne mitnehmen, weil der immun gegen Basilisken, also gegen Versteinerung ist. Ich kümmere es nicht. Denn ich verschwinde jetzt. Abschau. So, haben wir aber erstmal die Gnolltöter weg. Ja, einer unter meiner Würde. Was wollt ihr? Und Minz guckt kurz, was für Zeug sie bei sich hatten. Ein bisschen Geld und so weiter. Einer unter meiner Würde. Hallo Untoter. Ich wollen keinen Streit. Ich Korax. Ich
rein. Ja. Hütet euch vor meinem Zorn, wie das letzte Mal auch. Ja, nichts leichter als das. Und nun haben wir einen Ghoul auf unserer Seite. So, ich denke mal, jetzt kümmern wir uns nochmal um die... Genau, um diese da. Das lief ja das letzte Mal nicht so gut. Und dieses Mal bereiten wir uns ja, besser vor. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Ich fordere euren besten Krieger zum Duell heraus. Halt ein, Reise, ich fordere euren besten Krieger zum Duell. Sicher, wie sieht's mit den Regeln und der Entlohnung fürs Gewinnen aus? Wenn ich gewinne, bekomme ich 20 Goldmünzen für euch. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass mir einer von euch überlegen ist, stelle ich euch mein Schwert zu Diensten. Ja, hört sich gut an. Wenn der stärkste eurer Truppe bitte vortreten möchte, ich kämpfe nur gegen Männer. Die Frauen müssen sich also mit Zuschauern begnügen. Kommt nicht auf die Idee, irgendwelche Tricks anzuwenden. Wenn einer von euch in den Kampf eingreift, werde ich ihn auf der Stelle töten. Wie wäre es damit, Dreckskerl? So. Sie gegen Kalle. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Hoffentlich klappt es diesmal besser. Nicht so wirklich. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Wie wär's, Männer sind so armselig. Danke für die Kohle. Ja? Kalle, hör auf. Was wollt ihr? Okay, können wir sie zu einer Revanche fordern? Müssen wir Kanit kurz mal aufpushen? Das war nämlich schlecht, dass Kanit angeschlagen war. Ich glaube, ja, auch wenn es gemein ist, ich lade nochmal neu. Was? Hi, Kanit. Kann ich euch Kanit kann sich nur kurz selber heilen. Und dann pushen wir den noch ein bisschen auf. Was können wir Khalid noch ein bisschen aufpushen? Der hier wirkt gegen Stumpfheit. Gegen Geschosswaffen. Verwandlung in einen Wolf. Goldener Riemen gegen Spaltwaffen. Vielleicht hilft der ja ein bisschen. So, zieh den noch an. Ups, das war ja Hira. Khalid, was könnte Khalid noch nehmen? Wie sieht seine Geschicklichkeit aus? Oh, er könnte noch einen Geschicklichkeitstrank. Wendigkeitstrank könnte er nehmen. Rüstungsklasse-Bonus? Nö, das bringt uns nichts. ETW und Schaden. Einen Heldentrank könnten wir Khalid geben. Rüstungsklasse und Verwundbarkeitstrank ist nicht so prickelnd. Wendigkeitstrank. Oh. Kriegt Khalid mal den. Und dann darf Khalid auch noch einen Unverwundbarkeitstrank trinken. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. So, ja, Jahira zaubert erstmal. Ihr braucht meine Hilfe? Und Khalid trinkt die beiden mal. Ja. So. Ja. Ja. Und dann nochmal das Ganze. Ich fordere euren besten Krieger zum Duell. Ja, hört sich gut an. Wie wär's damit, Dreckskerl? So. Wie wär's damit, Dreckskerl? Okay. Schon mal 8 Schaden. Wie wär's damit, Dreckskerl? Wie wär's damit, Dreckskerl? Ja. Komm, Khalid, streng dich an. Wie wär's damit, ich sagte, streng dich an, nicht... Genau.
18 Schaden hat er schon mal gemacht bei ihr, aber sie hat schon mal 13 bei ihm gemacht. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich bin unterlegen, noch dazu einem Mann. Ich fürchte, ich muss mein Wort halten. Ich stelle mein Schwert in euren Dienst. Eure Sache, so schwachsinnig die auch ist. Tatsache ist, wir brauchen eure Hilfe nicht. Wenn ihr zu blöd seid, meinen Wert zu erkennen, ist das euer Problem. Die Gruppe hat Erfahrung gewonnen. Ja, Kali, du kannst aufhören, sie zu hauen. Gib ja Hira lieber den Trank wieder. So, das hat einigermaßen geholfen. Ihr habt gerufen? Und wir haben keinen Versteinerungsschutz mehr. Was wollt ihr? Das ist jetzt blöd. Das heißt, wir müssen hier jetzt einmal rasten. Was? Morax, brauch ich den Herr, okay, jetzt ist Korax gegen uns. Okay. Steht nicht drum rum, tötet. So viel zu unserer Unterstützung gegen den, Nicht so viel reden und mehr kämpfen. Lassen wir den Knoll mal wegrennen. Oh, er hat seinen Mut wiedergefunden. Ja, beinahe unter meiner Würde. Tja, der arme Korax. Der ist leider dann doch durchgedreht nach einer Weile. So, können wir jetzt in Ruhe rasten. Jo. Was wollt ihr? Jetzt ist halt von Khalid der Heldentrank wieder abgeklungen. Ich bin ganz ohr. Aber das ist halb so wild. So. Versteinerungsschutz für die Frontmänner. Was? Beinahe unter meiner Würde. Und dann gehen wir jetzt wieder dicht in den Wald hinein. Wo die letzten Basilisken auf uns lauern dürften. Jo. Für die Gefallenen! Ah! Wir nur, dann bringen wir die Sache mal ins Rollen. Also meinen beiden mit Versteinerungsschutz könnt ihr schon mal nichts anhaben. Was immer ihr braucht, für die Gerechtigkeit. Und ich sehe gerade, ich habe zu viele Identifizierzauber. Ich habe vergessen, die rauszunehmen. Ja, ich hab genug davon. Tut mir einfach den Gefallen und tötet den da. Ja, hey, Level Up für ja Hira. Sehr schön. Als was? Als Kämpfer? Jo. Beinahe unter meiner Würde. Ist ja schon mal nicht schlecht. Immer noch über 2000 Punkte, die wir brauchen. Oh, hier ist jemand Versteinertes. Ja, nichts leichter. Kein Problem, das. Wir haben Entsteinerungsschriftrollen dabei. Nutzloser, stinkender, männlicher Dreckhaufen. Ja, sehr nette Begrüßung. Was, wer seid ihr, was ist passiert? Ruht euch aus, ihr wart vermutlich eine lange Zeit versteinert. Versteinert? Wie, ich erinnere mich noch an einen Kampf mit ein paar Knollen und einer wurde von meinen Augen zu Stein. Ich habe mich umgedreht und da war diese komische Echse und dann, ich war versteinert, wie lange? Das weiß ich nicht. Das Einzige, was zählt, ist eure Freiheit. Ich danke euch. Ihr habt einen völlig Fremden gerettet und wollt nichts dafür haben. Wenn das keine wahre Selbstlosigkeit ist, ich werde überall nur Gutes von euch erzählen. Nochmals vielen Dank. Orion wäre auf eure Taten stolz. Ja. Ich rettete eine Kämpferin, die von einem Basilisk gefallen war. Ihre Dankbarkeit war Entlohnung genug. Ja. Was wollt ihr? Gut.
Jetzt aber schnell zu dem bösen Basilisken hier. Tut mir ja fürchterlich leid, aber ich werde euch wohl töten müssen.